Dieses Bild kennt man von den österreichischen Autobahnen. Was man allerdings nicht kennt, ist ein Truppentransporter Unimog. Denn genau so heißt dieses Fahrzeug, auf dem ich hier sitze. Aus Olympioniken bin ich es gewohnt, mein Segelboot mit meinem Partner zu teilen. Hier im Unimog hingegen haben hinten bis zu 16 Leute Platz, also 8 auf jeder Seite. Um ein Segelboot zu steuern, braucht man schon sehr viel Gefühl. Vielleicht braucht man nicht ganz so viel für den Unimog, man muss aber trotzdem sehr geübt sein. Vor allem wegen der EPS-Schaltung. Das bedeutet, er hat 8 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgänge. Der Unimog wiegt 5,5 Tonnen und hat 177 PS. Das wirklich Besondere daran ist allerdings, dass man den Aufbau ganz schnell wechseln kann. Der Unimog ist also nicht nur als geländegängiger LKW verwendbar, sondern auch als Sanitätsfahrzeug und mobile Werkstatt. Und deswegen ist er besonders für den Einsatz im Krisengebiet geeignet.